Sammer zuversichtlich. Der Sportvorstand des FC Bayern hat Franck Ribéry eine gute Saison prophezeit. Franck sei sehr gut drauf, es ginge ihm ausgezeichnet, sagte Matthias Sammer der Sportbild. Ribéry solle schon bald wieder auf dem Platz stehen, fügte der 46-Jährige hinzu. Nach seiner Verletzung und der verpassten WM sei der Franzose auch wieder voll belastbar, erklärte Sammer. Wir werden vom ersten Spieltag einen sehr starken Franck Ribéry sehen, fügte der Europameister von 1996 hinzu. Guardiola spürt Erfolgsdruck. Bayerns Coach weiß von den Erwartungen, die auf ihm ruhen. Wenn er nicht gewinne, würde nächstes Jahr ein anderer Trainer kommen, sagte Pep Guardiola. Er sei hier, um seinen Job so gut wie möglich zu machen, wie er es auch in Barcelona getan hätte, erklärte der 43-Jährige. Er versuche sich anzupassen und wünsche sich, dass man sich an seine Ideen anpasse. Aber das sei ein Prozess, er sei erst ein Jahr da, fügte der Spanier hinzu. Podolski enttäuscht von Köln. Der Nationalspieler hat sich erstmals verärgert über seinen Heimatclub 1. FC Köln geäußert. Die Kölner hätten die für Podolski reservierte Rückennummer 10 kürzlich an Patrick Helmes vergeben. Er fände die Art und Weise, wie es gemacht wurde, daneben, sagte der 29-Jährige der Sportbild. Nun gäbe es auf beiden Seiten nur Verlierer. Wenn der FC persönlich auf ihn zugekommen wäre, wäre er zwar verwundert gewesen, hätte sich aber nicht dagegen gewehrt. Vor allem verärgert zeigt sich der Weltmeister über FC-Trainer Peter Stöger, der Podolski fehlende Größe vorgeworfen hatte. Völler zeigt sich kampfeswillig. Nach den Neuverpflichtungen für rund 27 Millionen Euro blickt Rudi Völler zuversichtlich auf die nächste Saison. In Dortmund sagen sie, dass sie die Bayern ärgern wollen. Wir wollen die Dortmunder ärgern, sagte Völler. Sie mussten keinen ihrer Top-Spieler abgeben und hätten sich zusätzlich verstärkt, erklärte der Sportdirektor von Bayer Leverkusen. Ihr Hauptziel für die kommende Saison sei die Champions League, fügte er hinzu.